Hallihallo, hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, der Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit mir, Till von Till und sein Vlog und... Achso, ich bin gemeint. Sashi ist auch da und das nächste Mal warte, bis ich fertig getrunken habe. Ja, wir haben heute wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen und wir haben heute den 23. Juni und am 23. Juni hat ja jemand Geburtstag. Ja. Guck mal hier. Voll am Updancen, das Ding. Egal. Geburtstag hat auf jeden Fall Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Hednat Zidane, sagt man genau. Ja auch. Ja. Der Mann, der auf dem Fußballplatz den Kopfnuss wieder salonfähig gemacht hat, aber vorher schon eine Karriere hingelegt hat. Also der geilste Fußballer, den ich je... ich habe es ja geliebt, wenn ich den damals... Ich kann mich noch erinnern, wie er gegen Leverkusen da gespielt hat im Champions-League-Finale. Da war jeder Ballkontakt war ein Sahnehäubchen vom Zinedine. Du bist nicht so ein Fußballfreak, ne? Nee, nicht ganz, aber... Also dieser Zinedine, der hat sowas von Druff gehabt. Also da war auch die Kopfnuss geil. Ja. Ja, die war sowieso geil. Einmal eine Materazzi, pam, umgehauen. War auch wichtig in dem Moment, ne? Also muss man einfach mal gemacht haben. Ist er dann vom Platz? Hat die Weltmeisterschaft verloren und hat gesagt, ihr könnt mich alle mal. Ja, das war Zinedine. Aber am 23. Juni ist auch ein Hamster in einer Tiefkühltruhe entdeckt worden. Und er war 3 Tage in dieser Tiefkühltruhe. Und nach 5 Minuten ist er wieder zu seiner alten Form zurückgekehrt. Also der war tiefgefroren, war 3 Tage. 3 Tage tiefgefroren. Und dann war er wieder okay. Ich frage mich jetzt nur, wie passiert das? Also wie schafft man es, seinen Hamster in den Tiefkühlschrank einzusperren? Naja, vielleicht war ja irgendwie die Tiefkühltruhe gerade. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich an die Tiefkühltruhe gehe und hole Eis raus beispielsweise. Ne? Dann hast du deinen Hamster dabei. Vanille, Schokolade und hier, neu gibt es ja auch irgendwie so Windbeutel und sowas als Eis. Ja, das gibt ja alles. Ah, ich sag dir. Und Creme Brûlée, kennst du das? Was ist deine Lieblingssorte? An Eis? Ja. Also ich stehe... Eiskalter Hund gibt's noch. Ich stehe auf Vinetta, das Vanilleeis mit diesen Schokoblättchen drin. Das ist ja Stracciatella eigentlich nur. Ja, aber das ist so geil. Mit diesen durchgehenden Platten. Sag doch Stracciatella. Nein. Mach doch jetzt hier nicht Werbung. Für Vinetta Langnese oder was ist das? Das gibt's auch als Billigprodukt bei Discountern. Ja, auf jeden Fall. Stracciatella. Also du bist so ein richtig großer Genießer, also du magst halt, ich erzähle was von Creme Brûlée und kalter Hund und Windbeutel und der erzählt was von Stracciatella. Ach komm, was habe ich mir eingeladen? Naja, du wolltest jetzt gerade erzählen, wie du deinen Hamster im Kühlschrank eintragst. Ja, genau, ich hole mir Eis raus aus dem Kühlschrank, aus der Tiefkühltruhe und lasse die Tiefkühltruhe halt immer einen Augenblick auf, so, ne, und dann mache ich Eis in die Schüssel, also immer so 8 Bällchen, ne, das ist ganz normal. Und das dauert ja eine Weile. Und in der Zeit ist der Hamster vielleicht da so reingelaufen und dann wird die Tür zugeknallt, hat man nicht geguckt, ist der Hamster halt drin. Kann ja passieren. Ja, klar. So. Und der Hamster hat er auch einen Namen bekommen. Der hat dann im Nachhinein hat er den Namen bekommen, Sub-Zero. Verstehst du? Toller Witz. Ja, aber am 23. Juni war noch was? Ja. Das ist total super. Was denn? Das ist der Aktionstag, also der internationale Tag des öffentlichen Dienstes. Ja, wenn der öffentliche Dienst nicht da wäre, dann könntest du mal gucken, wo dein Müll hinkommt. Oder oh, da hast du ja schön sichtbar gemacht. Wer die Steuerfahndung macht. Hier, ne? Da sind sie alle dabei. Richtig. Kennst du hier, wo ich gerade den in der Müllabfuhrkluft sehe? Was mit dem? Nee, das erinnert mich ganz stark an Sendung mit der Maus. Wir sind links von der Müllabfuhr. Kennst du? Ja, das ist geil. Müsst ihr mal gucken. Knaller. Warte mal, verlinken wir auch hier unten in den Kommentaren. Wir sind die Jungs von der Müllabfuhr. Das ist ein Knallerlied von der, Sendung mit der Maus. Wir sind die Jungs von der Müllabfuhr. Ist voll geil. Genau, wir gehen jeden Tag auf Tour, 7 Uhr. Genau. Und am 23. Juni 1972 wurde auch in Deutschland der Grundwehrdienst von 18 Monate auf 15 Monate verkürzt. Warst du bei der Bundeswehr? Nein, ich habe 13 Monate Ersatzdienst geleistet. Das ist ja grauenhaft mit dem. Ja, es war auch wichtig. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich war in der Altenpflege. Ja, nee, es ist auf jeden Fall wichtiger als das, was die Soldaten da leisten. Definitiv.
Ich bin ausgemustert worden. Ja, da macht er hier voll das vorwurfsvolle Gesicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ne? Ich bin ja todkrank gewesen, ausgemustert mit 5. Ja, als sie mich gefragt, ich war ja damals Sportler, ne, und habe ja damals Fußball gespielt und war ganz gut irgendwie und habe auf jeden Fall dreimal oder viermal die Woche trainiert, haben die mich gefragt, treiben Sie Sport? Nee, kann ich ja nicht. Geht ja gar nicht mit meinem Asthma, ne? Und mit meiner Allergie. Ich habe ja eine Allergie gegen alles, habe ich tatsächlich. Aber also sag mal so in der Zivildienst hätte ich auf jeden Fall machen können, das wäre gar kein Thema gewesen. Aber, du willst was sagen, das ist ja nicht so lange. Aber ich bin ausgemustert worden, das war so geil, ehrlich. Also ich habe ja versucht ausgemustert zu werden und habe auch angegeben Allergie und sowas. Hat ja bei mir dann nicht funktioniert, das heißt ich musste Ersatzdienst machen. Aber ich habe mir dann hinterher sagen lassen, dass zum Beispiel zu sagen, man hat Allergien, Gräser- und Pollenallergie, ist immer ganz, ganz beschissen, weil, wenn man nicht ausgemustert wird oder die Verweigerung nicht angenommen wird, dann macht man Grundausbildung im Winter. Ach so. Ja, das ist doof, ne? Das ist echt scheiße. Ja gut, in Deutschland geht's noch. Jetzt, wenn es in Sibirien wäre, wäre es doch doofer. Ja, Gott sei Dank müssen unsere Jungs das jetzt überhaupt nicht mehr machen. Ja, ja, jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Aber damals war es so und ich habe es nicht gemacht. Bin sogar recht froh drum. Naja. Auf jeden Fall, das war der 23. Juni. Am 23. Juni ist der Grundwehrdienst von 18 auf 15 runtergesetzt worden. Was ist noch passiert? Das ist der internationale Tag des öffentlichen Dienstes. Ja, ja, genau. Und heute der heilige Tag des öffentlichen Dienstes. Und Sub-Zero ist aus dem Dingens wieder rausgekommen. Und wer hat Geburtstag gehabt? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, genau. Ja. Das ist heute Daily gewesen. Deine Tagesdosis Angeberwissen, der Till hier. Der hat ja auch einen eigenen Kanal, Till und seinen Vlog. Den könnt ihr jetzt besuchen nach der Sendung. Und ich sage bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.